Danke, Thomas, dass du da bist. Ich habe dich gestern schon gehört, aber immer wieder faszinierend. Leg los. Okay, also. Erst einmal Servus und grüß euch miteinander. Freut mich, dass ich wieder da bin auf der Messe. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen heiser, aber seit zwei Tagen wäre ich schon langsam krank oder so. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Schnee geschaufelt habe. Also ich komme aus Berchtesgaden. Ihr habt es wahrscheinlich in den Nachrichten schon gehört, da ist gerade Katastrophengebiet. Aber ich kann euch wirklich sagen, die Presse, die redet so voll. Die Wahrheit ist, dass es uns alle total gut geht. Also uns hat es nicht eingeschnitten. Wir haben nur einen ganz normalen Winter, nicht mehr, nicht weniger. Endlich mal Schnee, Gott sei Dank. Ja. Und es gibt so viele Leute, die so Panik machen. Und das finde ich einfach ein Wahnsinn. Aber ist ja wurscht. Meine Stimme ist nicht perfekt, aber ich möchte euch trotzdem heute eine Geschichte erzählen. Und jetzt erst einmal vorstellen, ich bin Thomas Huber, der ältere Teil der Huberbaum, mittlerweile 52 Jahre alt. Alexander ist gerade 50, er hat es jetzt auch schon geschafft, hat gar nicht weder am nächsten Tag ein bisschen Kopfweh hat er gehabt, ja, aber mehrere nicht, weil wir gescheit gefeiert haben. Und bin verheiratet, habe drei Kinder, lebe in Berchtesgaden. Von der Sprache her versteht es mich einigermaßen, wisst ihr, wo das ist, oder Berchtesgaden? Ja, versteht sie mich so? Okay, dann, ich kannte da gar nicht anders, das war ein Blödsinn. Und ich war letztes Jahr schon mal da, ich bin da eingeladen worden auf die Thermikmesse. Zuerst habe ich überhaupt nicht gewusst, warum ein Bergsteiger auf die Thermikmesse kommt. Vielleicht deswegen, weil ich auch vor kurzem Schüler war und ich jetzt halt ein bisschen auch unter dem Schirm hänge. Ich finde das eine ganz coole Geschichte. Ich habe bei Freiraum lernen dürfen, der besten Gleitschirmschule Deutschlands, habe ich gehört, habe ich ein Muskel gehabt. Ja. Und wie gesagt, letztes Jahr möchte ich auch noch sagen, heute haben wir überhaupt keinen Stress nicht, weil der nachfolgende Vortrag ausfällt. Also können wir vielleicht, wenn es euch nicht langweilt, ein bisschen ausführen. Und ich möchte nicht dasselbe immer wieder erzählen. Und deswegen habe ich mir heute extra für euch was Neues überlegt. Und zwar haben Journalisten, an Alexander und ich, über Jahre hinweg, wo wir Bergsteiger sind, immer wieder wahnsinnig viele Fragen gestellt. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, Journalisten meinen immer wieder, und mit Sicherheit, diese Frage haben sie noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich immer wieder und immer wieder gehört. Ich habe jetzt diese Fragen der Journalisten da auf dem Zettel geschrieben und ich möchte mit euch halt abarbeiten, und zwar die allerwichtigsten Fragen, um was geht bei uns beim Klettern, beim Bergsteigen oder was auch immer. Und sinnbildlich ist ein Freund von mir, einer meiner Lieblingsjournalisten, Tom Meiler, der ist ein Sportmoderator, der ein oder andere kennt ihn vom Blickpunkt Sport. Der Tom hat mich dann einmal gefragt, zur ersten Frage, was ist euer größter medialer Erfolg? Und das ist das Schrägste, könnt ihr euch das vorstellen? Weil der größte mediale Erfolg von uns, von Alexander und mir, hat überhaupt nichts mit dem Klettern zu tun. Das ist nämlich genau das da. Mir ist ja was dazwischen gekommen. Magst du auch eine? Ja. Zum Kühlschrank geht's da lang. Ja, super. Ist das schräg? Wir klettern das ganze Leben lang und dann sagen's, dann kommen die Leute zu uns, wir sind Bergsteiger. Ja, kennen wir nicht. Aber ihr seid doch Speedkletterer. Ja, sagen wir. Ihr seid doch die von der Milchschnitte. Jawohl, hey. Na, super. Also, dass wir immer Milchschnitte fressen oder so, so schauen wir halt nicht aus. Was uns aber zu dem gebracht hat, dass wir Testimonials wurden von der Milchschnitte, das waren diese Bilder. Und das muss ich sagen, vielleicht war das unser größter filmischer medialer Erfolg. 5, 4, 3, wir waren unterwegs als Team im Speed. Spektakulär,
spektakuläre Bilder, oder? Aus der Geschichte entstand der Kinofilm, seitdem waren die Huawei-Bahn bekannt. Und was ist da passiert? Wir haben versucht, den Speed-Rekord an der Nose zu knacken. Und normalerweise brauchen gute Kletterer 3 Tage durch die Wand hindurch. Und da gab es einen Speed-Rekord, aufgestellt von Hans Florin und Yoshi Hirayama in einer Zeit von 2 Stunden 48. Und keiner hat es geglaubt, dass das jemals erreichbar wäre. Und zu dem Zweck waren wir eben da drüben, auch das Kamerateam. Wir haben wirklich hart trainiert, immer wieder die Nose durchgeklettert, runter, Tag Pause, durchgeklettert. Wir haben das 9-mal gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, da gab es immer lustige Begegnungen. Ja? Leute, die mehrere Tage da durchklettern, die haben wir dann teilweise unten da getroffen. Da oben haben wir es dann wieder überholt, nach mehreren Tagen. Die haben gesagt, ja, bitte, die haben sich halt nicht auskennt. Ja? Das war immer ganz lustig. Und letztendlich haben wir den Speed-Rekord dann geschafft. Wir sind oft gescheitert, aber irgendwann haben wir es geschafft. In einer Zeit von 2 Stunden 45 Minuten und 45 Sekunden. Und mit dem waren wir richtig zufrieden, muss ich sagen. Ja? Und dann haben wir das Most Wanted Buddel gemacht. Ich will fragen, was ist das Buddel, das euch ausmacht? Das ist dann genau nach dem Speed-Rekord entstanden. Das schaut so aus. Schaut doch lässig aus, oder? Das schaut stolz aus. Richtig, jawohl, wir haben was geschafft. Okay. Jetzt zur nächsten Frage. Wie seid ihr überhaupt zum Klettern gekommen? Ich meine, wir sind nicht in den Berg aufgewachsen, sondern bisschen weiter weg, aber der Vater war ein begeisterter Bergsteiger und er hat uns mit der Mama mitgenommen in den Berg. Haben wir was fest zum Ozean gekriegt und wir haben uns schon so gefühlt wie so Bergsteiger, was so rot-weiß kariert, da ist er hingegangen. Und dann hat uns unser Vater dann mitgenommen zu den höheren Berge und als wir dann so auf diese größeren Gipfel gestanden sind, ich kann euch gar nicht sagen, da waren wir sowas von begeistert. Da haben wir nur gesagt, wow, das ist so geil, so wahnsinnig, hey, wir wollen Bergsteiger werden. Also unsere Augen haben gebrannt für die Berge. Papa aber natürlich gesagt, Bergsteiger wird es auch nur dann, wenn es ein gut ist in der Schule. Damals haben wir unserem Papa noch geglaubt, ja. Und dann haben wir sogar gelernt, haben wir das Abitur geschafft. Und dann haben wir natürlich dann auch studiert. Aber während des Studiums, wir waren immer in den Bergen unterwegs, immer beim Klettern. Und Alexander hat Diplom Physik studiert, ich auf Lehramt Gymnasium. Und wir haben uns über die Grenzen, uns aber über das Bergsteigen schon oder über das Klettern einen großen Namen gemacht. Wir haben Sponsoren gehabt, wir haben Vorträge gemacht. Und irgendwann war dann die Entscheidung, wollte Alexander Physiker werden, ich Lehrer oder lassen wir das? Irgendwann haben wir uns dann entschieden, Bergsteiger zu werden. Die Mama hat zwar gesagt, um Gottes Willen, Bum, das kannst du doch nicht machen, da kannst du nie Geld verdienen, das ist ein Wahnsinn. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn wir das machen möchten, und es war die richtige Entscheidung, das kann ich euch sagen, weil ich muss euch wirklich sagen, seitdem ist unser einzigster Arbeitgeber, den wir haben, unser Herz. Und das ist was Geiles, hey. Das kann ich euch gar nicht sagen. Das ist Wahnsinn. Aber da braucht man natürlich auch viel Mut dazu. Und dann stand uns die Welt offen. Wir sind auf unglaublich vielen Gipfeln gestanden. So, nächste Frage. Warum macht es denn das überhaupt? Warum macht man es denn auch so extrem? Also warum geht man in den Berg? Kann man eigentlich so ganz trivial auch sagen, oder? Weil es da sind, oder? Weil es da sind, geht man in den Berg. Und manche sagen, weil es da sind, gehe ich in den Berg und fliege runter. Ich gehe heute halt in den Berg und steige auf. Und Berge haben was Klares, was Schönes, was unglaublich Archaisches. Man weiß immer, wann es vorbei ist, weil wenn es dann oben stehst, dann geht es einfach nicht mehr weiter. Perfekt. Wann hast du denn das heutzutage schon? Wenn du in deinem Job bist und so, du meinst, du bist fertig, dann kommt der andere zu dir einer und sagt, ja, du musst dir aber das auch noch machen. Du weißt nie, wann es zu Ende ist. Beim Bergsteigen weißt du das.
Aber ich gehe, um ehrlich zu sein, auch wahnsinnig gerne in den Berg, weil es mir manchmal total stinkt bei uns. Weil bei uns alles standardisiert ist, alles genormt ist und alles versichert ist. Jedes Drum ist versichert. Du brauchst das schon gar nicht mehr, was zu tun, um zu überleben, weil das nimmt dir ja der andere ab, eine Polizei oder was auch immer. Am Berg bist du selbst die Norm und dein Partner. Und da weißt du dann ganz genau, was es heißt, was ist Vertrauen, weil es dann essentiell ist. Und man muss für sein Leben etwas tun, um es zu überleben. Und deswegen ist das Bergsteigen so schön. Gut. Zur nächsten Frage, Nummer 4. Habt ihr noch Luft? Ihr könnt ja jederzeit sagen, jetzt langt es mir dann hier auf. Ja? Vierte Frage, was sind so meine größten Highlights? Okay, fange ich mal an. 1997, der 7000er Latok 2. Diese Wand war bis dato noch undurchstiegen. Kein Mensch hat damals geglaubt, dass das möglich ist. Von 6000 auf 7000 Meter große Granitwand. Und Alexander und ich, wir haben uns einfach gedacht, ja, wenn es noch keiner gemacht hat, dann machen es halt wir. Ja, Pech gehabt, ja, wir schaffen das. Und jetzt muss ich wirklich sagen, wir haben mehr Glück als Können gehabt. Wir haben 2 Tage bestes Wetter gehabt. Da kann man schon fast sagen, da kann es ja jeder. Ja. Wir haben dann in unseren Zelten gelebt und nach 2 Wochen standen wir auf 7000 Meter. Ein Riesenerfolg für den Alexander, Toni Gutsch und Konrad Enker, der hat das Foto gemacht, sieht man da in der Brille, und für mich. Ein weiteres Highlight, der Ogre, eines der schwierigsten Berge der Welt und die Erstbesteigung des Ogre 3 über diese Kante dann auf, alles im Jahr 2001, ich meine, da unterwegs zu sein, in dieser unglaublichen Welt, die so extrem ist, und wenn man dann wirklich es schafft, es ist bombastisch. Und das beflügelt natürlich. Ein Jahr später bin ich dann den Schiffling geklettert, über diese Gratkante da hinauf, über diese Kante, eine magische Linie. Und da muss ich sagen, Kante fast sagen, vielleicht bis dato meine gefährlichste Seillinge geklettert. Und zwar eine Seillinge im technischen Grad A4. Überhängend, alles brüchig. Und da habe ich ganz genau gewusst, wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich hin. Aber ich habe auch gewusst, ich funktioniere an der Grenze. Weil all deine Sinne in dem Moment, wenn du weißt, du darfst keinen Fehler nicht machen, hellwach sind. Und du weißt genau, was du zu tun hast, um zu überleben. Weiter, den Berg kennst du, oder? Der Cerro Torre, vielleicht der Berg der Berge, vom Ausschauen her. Und den durfte ich dann im Jahr 2012 im Winter besteigen. Dani Arnold und Stefan Siegrist. Und ich meine, da unterwegs zu sein, ist das schön? Schon grimmig, oder? Oder Nameless Tower. In Pakistan haben wir die legendäre Route Eternal Flame Rotpunkt klettern können. Es ist so viel zu dem, der 10. Schwierigkeitsgrad auf über 6000 Meter. Oder Baffin Island in der Arktis, Mount Asgard, da bei widrigsten Bedingungen ebenso im 10. Schwierigkeitsgrad unterwegs. Ich meine, da musste ich da schon ganz schön zusammennehmen und es hat funktioniert. Und dann waren wir in der Antarktis, da wo es dann so richtig kalt ist. Und wenn man dann diese Berge da sieht, ich meine, da weiß man, boah, da durchgehe, das lädt doch richtig ein, oder? Nur die Bedingungen, die Kälte ist nicht so einladend. Minus 30, minus 40 Grad hat es da, da friert man schon ganz schön ein. Aber wenn man ein gutes Team hat, dann ist selbst das lösbar. Und dann lebst du ungefähr eine Woche in der Wand drinnen. Und man muss auch teilweise wirklich steile Grate balancieren, die man nicht absichern kann, um dann irgendwann Richtung Gipfel zu kommen. Und dann weiß man ja ganz genau, für den Moment ist es wert. Juhu! Weißt du, das ist schön. Das ist genau der Traum, den wir so immer für mich behalten, habe ich das erste Mal die Bilder gesehen habe. Habt ihr es verstanden, was der Alexander gesagt hat? Mei ist das schön. Das ist schon immer das, ich habe mir das genauso vorgestellt, in meinem Herz.
Und jetzt darf ich das erleben. Und oben zu sein, das ist unglaublich. Das ist so eine Freiheit. Da gibt es nichts mehr über dir, neben dir, sondern nur noch da sein. Und das ist reich. Und sowas inspiriert. Und wir haben natürlich im Yosemite Valley Unglaubliches machen dürfen. Am El Capitan nicht nur den Speed Record, sondern zig Routen freigeklettert. Wir haben in der Wand regelrecht gelebt. Haben verrückteste Kletterzüge gemacht. Und wir waren auch eine unglaubliche Gemeinschaft. Und zwar die Stone Monkeys. Und das war eine Zeit des Rock'n'Roll. Also das ist so genial gewesen. Aber ganz klar, der Speed-Rekord an und aus, der hat uns, Alexander und mich, über die Grenzen wirklich bekannt gemacht. Über die Grenzen sage ich zu Leuten, die mit dem Bergsteigen nichts zu tun haben. Gut. Und wenn man uns da so geschmeidig so sieht, uns beide miteinander, da taucht dann eigentlich schon gleich die nächste Frage auf, die mir oft gestellt wird. Ja, jetzt habe ich sowas Spektakuläres gesehen, also was ihr da alles macht, aber wie habt ihr nie Angst oder wie geht ihr mit der Angst um, oder? Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte von mir behaupten, ich bin, und Gott sei Dank bin ich das, angstbefreit. Ich habe es gelernt, am Abgrund zu bestehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Angst zu haben eine Katastrophe und ich möchte es überhaupt nicht erleben müssen. Nur einmal in meinem Leben habe ich wirklich so richtig gespürt, was es heißt, Angst zu haben. Als ich eine Diagnose bekommen habe von meinem Arzt, dass ich hätte ein Nierenkarzinom. Ich habe Krebs. Und ich kann euch wirklich sagen, da habe ich Angst gehabt. Weil ich nicht mehr durch mein Können etwas beeinflussen kann, sondern nur noch mein Schicksal. Du bist haltlos und das ist wirklich also wie ein freier Fall. Und ich bin dann operiert worden und habe mich einfach in mein Schicksal gegeben und habe gebetet. Und ich hatte das unbeschreibliche Glück, dass dieser Tumor gutartig war. Und ich habe gesagt, sowas möchte ich nicht mehr erleben. Und dann fragen aber viele, aber trotzdem, Angst hat man doch, wenn man dann so am Abgrund ist. Das sage ich nicht, das ist nicht Angst, sondern was wir da haben oder was ich da habe, ist Überlebensinstinkt. Das ist Mut, auch mutig zu sein, abzusteigen. Deswegen brauche ich doch keine Angst nicht haben, weil wenn ich überleben möchte, dann sagt mir schon meine Sinne, jetzt musst du umdrehen, weil sonst war es das. Weil das Leben ist wichtiger wie jede Route, wie jeder Berg überhaupt. Und deswegen sage ich, viel besser wie die Angst ist eigentlich, sei mutig. Gut, zum Nächsten. Wenn du so großspurig redest über das, über Angst und Mut, wurdest du mal, das ist mir echt dann gefragt worden, wo ich das so gesagt habe, wurdest du mal dann aber auch richtig auf die Probe gestellt mit deiner Aussage? Und dann muss ich sagen, ja, das bin ich geworden. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich hatte einen Berg, der heißt Latok 1. Das wurde zu meinem Herzberg. Also an diesem Berg sind schon unglaublich viele Bergsteiger gescheitert. Eigentlich 40 der besten Bergsteiger. Und keinem ist es gelungen, auf den Latok 1-Gipfel zu steigen über die Nordseite. Und irgendwann, wenn jeder scheitert, dann wird es immer interessanter, weil du glaubst, es vielleicht schaffen zu können. Ich war im Jahr 2015 mit meinem Bruder an diesem Berg unterwegs. Wir wollten da diese Nordwand da klettern. Die sieht ja genial aus, oder? Schaut schon lässig aus. Und wir sind aber gescheitert. Eine Lawine kam runter. Wir haben mit Glück überlebt. Alexander hat dann gesagt, er hat keinen Bock mehr auf den Latok. Und ich bin noch einmal rübergefahren und wiederum gescheitert. Und ich wollte aber nicht aufgeben. Und dann habe ich wieder händeringend ein Team gesucht, aber keins mehr gefunden. Und dann kam mein ältester Sohn Elias zu mir. Und er hat dann zu mir gefragt, ja, du Papa, wenn du jetzt zum dritten Mal darüber fährst, wieder zum Latok und du scheiterst nochmal, wie geht's dir denn dabei? Da habe ich gesagt, ja, um ehrlich zu sein,
Scheiße. Weil als Mensch möchtest du irgendwann einmal auch wieder mal was schaffen, dass du weißt, du kannst was. Und nur scheitern bringt eigentlich auch nichts. Und dann habe ich einen Anruf aus der Schweiz bekommen. Hier sieht man den Watzmann, also in meine Heimat. Und Stefan Sigrist sagt, ja, zum Lato gehe ich da nicht mit, aber ich hätte einen anderen Berg anzubieten. Er ist im indischen Kaschmir, heißt Cerro Kishwa, 6100 Meter hoch. Und habe ich gesagt, ja, dann, wie schaut der aus? Habe ich gesagt, ja, der schaut super aus. Schaut er wirklich gut aus, oder? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich genau das Format, eine Gmadi Wiesen, steile Wand, 1100 Meter hoch, 5-6 Tage werden wir brauchen und dann sind wir da oben und dann stehe ich endlich wieder mal auf dem Gipfel und ich habe dann diese Reise angetreten und als wir dann mit Stefan Sigrist und Julian Zanker hier vor der Wand standen, es war schon sehr eindrucksvoll. Ich meine, da wollen wir hinaufklettern durch diesen zentralen Pfeiler durch und das sagst du nur noch, geiler geht's nicht, oder? Ist mega. Und wahrscheinlich 5 Tage, 6 Tage werden wir brauchen. Wir packen unser Proviant ein für 6 Tage und steigen ein in die Wand und merken eigentlich, dass es ganz schön schwer ist und wir kommen nicht so schnell vorwärts. So, und jetzt eine Zwischenfrage und zwar die Publikumslieblingsfrage. Hin und wieder ist jemand mutig nach meinen Vorträgen und kommt auf mich zu, so mit vorgehaltener Hand und sagt dann, aber jeden brennt es unter die Finger. Sagen Sie mal, wie geht es dann so da in der Wand, so wenn man so eingepackt ist und so kalt ist und alles so steil ist und so. Und wo, wie geht es, was geht was? Ja, Sie wissen schon. Er hat gesagt, ja, bieseln oder scheißen, ja. Wie geht die Toilette? Wie ist das Leben in der Wand? Unsere Toilette, wir hatten eine Luxustoilette, schaut so aus. Also ein Felsplatterl und drunter geht es überhängend weg. Und da weiß man, da machst du nichts dreckig, also unten sind auch keine Leute nicht, also es passt, ja. Hängt sie an und so geht die Toilette. Es kann ja jeder, ja, ganz einfach. Und Leben tun wir in den Portoledges. Das sind diese Hängezelte an einem Haken aufgehängt und da liegen wir zu dritt drinnen. Es ist zwar relativ eng, aber dafür ist es kuschelig. Noch Fragen? Alles beantwortet, oder? Okay. Das Wetter war unglaublich gut. Und das Dilemma, wir kommen unglaublich langsam vorwärts. Und wir waren noch nicht so weit, aber schon 3 Tage unterwegs. Und wenn wir uns einmal weiter wegzoomen, wo stecken wir? Wir sind erstmal hier. Und das liegt noch vor uns, noch über 500 Meter. Und ich habe vorher gesagt, wir haben ja nur für 6 Tage Proviant dabei. Und 3 Tage haben wir schon verbraucht. Und jeder, der Höhenbergsteigen kennt, wenn dir das Gas ausgeht, dass du nicht mehr Wasser bekommen, schmelzen kannst, dann wird es lebensbedrohlich. Und dann habe ich so richtig so Panik gekriegt irgendwann. Man, wir werden das nicht schaffen, wir werden schon wieder scheitern. Und verdammt nochmal, ich bin doch dort, endlich wieder oben zu stehen. Und ich habe dann überhaupt nicht mehr schlafen können im Lager. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man an der Kante ist. Was, wenn man panisch oder irgendwie so sehr frustriert ist, denkt man sich irgendwas herbei, was Schönes. Und das Schönste bei mir ist, ich denke an meine Familie, an zu Hause. Und da kam mir eine Geschichte, ein Ereignis. Und zwar kurz vor Abflug gab mir Philomea, meine Tochter, einen Talisman. Den hatte ich dann in der Jacke jetzt da drinnen. Und an das habe ich mich dann erinnert. Das ist ein kleiner Sturndl, wo Mut drauf gestanden ist. Und sie hat zu mir gesagt, Papa, nimm das einmal mit in die Wand. Ich glaube, das wirst du brauchen. Und ich war dann da in der Wand drinnen und ich habe mir dann nur noch gedacht, ja, Philomea, was möchtest du mir mit diesem Mut sagen? Hey, und sagen wir mal ehrlich, was ist mutig sein? Mut heißt,
Arschbacken zusammen, nicht immer zweifeln, sondern durch Essen rationieren und dann ziehen wir es endlich durch, verdammt nochmal. Nicht immer zaudern. Aber wir werden nicht aufgekommen. Und dann kam mir plötzlich der Gedanke, kann vielleicht nicht Mut auch bedeuten, abzusteigen, um später wieder aufsteigen zu können. Nur das Problem ist, das Wetter ist viel zu gut. Wie mache ich das meinem Team klar? Und wir haben dann am nächsten Tag so viel diskutiert und ich konnte sie überzeugen, nach einstündiger Diskussion abzusteigen. Wir waren unten im Basislager, bei bestem Wetter. Und könnt ihr euch vorstellen, wie es mir da gegangen ist? Mir ist verdammt gut gegangen dabei, weil ich eins gelernt habe, wenn man eine Entscheidung durchdiskutiert, endlich getroffen hat, dann soll man nichts mehr revidieren. Und dann ist es so und jetzt lebe ich nach vorne. Wir haben neues Proviant zusammengepackt, waren wieder zurück oben am Berg, am ABC-Lager und wir waren mental neu getriggert und jetzt sah ich auch nicht mehr den Latok 1 in diesem Cerro Quechua, sondern nur noch diesen Berg und dann waren wir wieder in der Wand unterwegs. Die klimatischen Bedingungen waren nicht mehr ganz so gut, es hat dann jeden Tag geschneit und es war extrem hart. Wir waren einen Tag in der Wand unterwegs, den zweiten Tag, den dritten Tag, den vierten Tag, den fünften Tag und sogar noch den sechsten Tag. Wir haben gekämpft bis zum Gehtnimmer. Und dann endlich am siebten Tag, das Wetter war dann einmal ein bisschen besser, haben wir es geschafft, beziehungsweise unser Fotograf durfte dann dieses Foto machen vom Basislager. Wir stehen am Gipfel des Cerro Quechua. Und ich kann euch echt sagen, ich war sowas von glücklich, sowas von überwältigt. Das war einfach nur noch, ich habe nur noch Danke gesagt. Und ich habe auch Danke gesagt zu meiner Tochter, die mir diesen Stein mitgegeben hat, wo Mut drauf gestanden ist. Weil ohne dem wahrscheinlich hätten wir die Entscheidung nie durchgezogen. Und so viel zu dem, dass jedes Ereignis eine Wirkung hat. Und manchmal ist das Ereignis so winzig klein, wie zum Beispiel, wenn die Tochter sagt, Papa, nimm das einmal mit, ich glaube, das wirst du brauchen. Und das war der Anstoß dafür, es genau richtig gemacht zu haben. Danke. Ja, und wenn wir dann schon bei der Familie sind, was sagt eigentlich, fragen mich auch immer wahnsinnig viel Leid, was sagt die Familie dazu? Also, so viel muss ich sagen, die Familie, meine drei Kinder, meine Frau, das ist mein höchster Gipfel, das ist das absolut Wichtigste. Es gibt nichts, was darüber steht, obwohl ich getrieben bin und immer wieder losziehe. Aber wenn ich merke, in einer tödlichen Bedrohung, ich kann es nicht schaffen und die Chance ist sehr hoch, dass ich dabei nicht mehr zurückkomme, drehe ich um. Und es ist die Vernunft zu leben. Und das ist das absolut Wichtigste. Und deswegen, meine Familie hat auch das Vertrauen, dass ich die Gefahren einschätzen kann und auch Nein sage. Und deswegen lasst mich meine Familie auch ziehen. Aber dennoch passiert es ja hin und wieder. Und dann kommt wirklich diese nächste Frage. Als es eigentlich gar nicht einmal so extrem war in der Heimat, bin ich vor 2 Jahren mal abgestürzt. Und das wäre fast ganz schlimm ausgegangen. Da kann ich jetzt aber sagen, genau zu Hause, wo ich unterwegs bin, wo eigentlich alles lässig ist und easy ist, wo ich eigentlich immer nie was Extremes mache, war ich unterwegs beim Sportklettern. Also nichts Dramatisches, also was total Lässiges und Normales. Und ich fahre dann mit dem Radl hin zum Brendelberg und hier unterwegs zu sein und war gerade beim Klettern und alles ist cool, es ist eine Kletterei so bis zum 10. Schwierigkeitsgrad und unter der 10. Grad, hat echt Spaß gemacht der Tag. Und als ich oben war, seile ich wieder ab, ich tue genau immer dasselbe. Und dann passiert es.
Ich habe eine Geschichte nicht gesehen, dass das Seil zu kurz war. Weil ich glaube, ich habe alles im Griff. Aber genau wenn du denkst, du hast es im Griff, hast du gar nichts mehr im Griff. Und ich bin 16 Meter am Stück abgestürzt. Ich meine, habe den ganzen Sturz visuell wahrgenommen. Ich bin gelandet und das Landen hat auch nicht einmal wehgetan. Nur als ich da meinen Finger angeschaut habe, der war luxiert, der hat ganz grausig ausgeschaut, wie so ein Korkenzieher. Und der Michi kam sofort zu mir, mein Freund, und hat gesagt, Thomas, um Gottes Willen, was ist passiert? Ich habe gesagt, na Michi, wir müssen sofort los, runter ins Krankenhaus, schau meinen Finger, oh, ich möchte klettern. Und ich bin dann aufgestanden, rausgeklettert und dann hinunter an der Straße, hier wartet schon der Krankenwagen. Und jeder, der die Gesetze in Deutschland kennt, nach 16 Metern kommt man in die Röhre. Ich bin durchleuchtet worden und dann hat der Unfallchirurg gesagt, ja, der Finger, das kriegen wir gleich wieder hin, das ist kein Problem, das ist nichts Knöchernes, aber dein Schädel schaut nicht ganz so gut aus, wie man glaubt. Und er wundert sich, dass ich überhaupt noch bei Bewusstsein bin, weil ich hatte eine ziemlich stattliche Schädelfraktur. Die ganze linke Seite war zersplittert und es wurde sofort eine Notoperation eingeleitet. Und sie haben es dann relativ nach 4 Stunden gut hingekriegt mit ein paar Schrauben und Beilagscheiben. Und bin dann aufgewacht auf der Intensivstation und ich war dankbar, weil mein Geist war klar. Ich kann mich an alles erinnern. Und ich war vor allem dankbar, weil mir dann auch bewusst war, wie schlimm die Verletzung war, wenn man weiß, wie es bei Michael Schumacher ergangen ist, der vielleicht einen weit wenigeren Impact auf den Kopf gehabt hat wie ich. Ich hatte einfach nur noch Glück gehabt. Aber diese Situation gehört auch nicht zu mir. Und der Chirurg hat zu mir gesagt, du hast Glück gehabt und sei froh. Und das habe ich auch zum Anlass genommen, Schritt für Schritt nach vorne zu schauen. Und ich war schneller wieder zurück im Leben als gedacht. Von diesem Bild zum nächsten Bild vergehen gerade mal 3 Wochen. Und weil Aufgeben ist keine Option. Ich klettere mit meinem Sohn durch die Watzmann-Ostwand. Und ich war wieder fit. Natürlich hatte ich einen Helm auf. Ja? Das war einfach nur noch wahnsinnig. Aber ich musste erst einmal diesen Unfall auch verdauen. Und das habe ich dann gemacht, nachdem ich genesen bin, bin ich wieder zu dem Ort zurückgekehrt, wo ich abgestürzt bin. Und ich sehe noch das Seil hängen, 16 Meter weiter oben, und habe dann plötzlich verstanden, dass wenn alles ganz normal gelaufen wäre, war ich halt nicht mehr da. Das wäre eine 100%ige Geschichte gewesen, dass ich hier sterbe. Ich habe ein Gebet gesprochen, habe mich bedankt, weil ich gewusst habe, da waren Schutzengel da. Und dann habe ich das angenommen, dass ich lebe und nichts mehr hinterfragt. Und seitdem hatte ich keine Albträume mehr. Mir ist richtig gut gegangen. Und bin dann nach Hause gefahren, habe eine Lagerfeier gemacht. Und dann habe ich auch gewusst, warum ich eigentlich am Leben sein soll. Weil ich unglaublich wahnsinnige 3 Kinder habe, die so viele Fragen noch an mich haben. Und ich ihnen noch so viele Antworten mit auf den Weg geben möchte. Nicht, dass ich möchte, dass sie meinen Weg gehen. Aber ich möchte ihnen einfach nur sagen, seid Freigeister. Findet euren eigenen Weg. Seid mutig, seid wahnsinnig. Weil das braucht unsere Gesellschaft. Keine systematisierten Menschen. Und ich muss wirklich sagen, meine Kinder sind Freigeister und jeder geht den eigenen Weg. Wenn ich jetzt meinen Älteren anschaue, den Elias, ich meine, da ist schon eine Wachablösung. Der ist so powerful, so stark und er weiß ganz genau, wo es hingeht. Er ist Snowboarder und mittlerweile auch in der Nationalmannschaft. Und er ist da richtig fit, ja, und er ist richtig gut. Und er ist deswegen so gut, weil er ist mit lachendem Herzen macht, weil er voll dabei ist. Dann unser Zweiter, ich meine, das ist ein bisschen wildere, er heißt Amadeus, er ist Radlfahrer
normalerweise als Eltern, dass du sagst, bist du narrisch, mach das nicht. Und so, ich sag eigentlich, sauber was du magst, du bist wow, echt verrückt. Schaut es in die Augen einer, dann musst du einfach sagen, es ist richtig, was er macht. Und zwar zu 100%. Oder wenn ich meine Tochter anschaue, sie klettert. Natürlich möchte man dann sagen, ja, die klettert natürlich, weil es der Papa gern sieht, aber sie klettert schon so verdammt nochmal gut, dass man echt sagt, ja, es ist ihr Weg, den sie gehen möchte. Aber natürlich, ich bin verdammt stolz, dass sie so gut ist. Das muss ich auch ehrlich sagen. Meine Kinder, unsere Kinder. Ja, und jetzt zur nächsten Frage. Wir sind jetzt bei Frage 10 von 14. Also fast haben wir es geschafft. Ist es euch schon langweilig oder sollen wir schon aufhören? Passt, ne? Passt noch? Okay, machen wir weiter. Die Seilschaft. Die Seilschaft der Huberbaum, das uns wirklich bekannt gemacht hat. Ihr seid ja nicht mehr so früh unterwegs gemeinsam. Wie ist es so? Wie seid ihr miteinander unterwegs? Ich muss wirklich sagen, wir sind auf Augenhöhe. Wir respektieren uns. Wir sind konfliktfähig. Wir haben oft gestritten, aber wir haben uns auch oft vertragen, weil wir einfach aus einem Fleisch und Blut sind und dasselbe denken. Zwar unterschiedlich vom Charakter sind. Und momentan geben wir nicht so viel miteinander, nicht weil wir uns nicht verstehen, sondern weil wir uns auch die Freiräume gönnen. Jeder hat seine Familie und jeder hat seine individuellen Ziele, die er nachgehen möchte. Und da kommen wir jetzt dann gleich zum nächsten Ziel. Momentan bin ich noch so befangen von einem Berg, dem Latok. Und dann kommt man eben zur nächsten Frage dann schon. Ja, Thomas, was ist dein nächstes Ziel? Ja, es ist der Latok. Und Alexander hat einmal zu mir gesagt, zum Latok habe ich keinen Bock mehr dahin zu fahren. Das musst du alleine machen. Und deswegen sind unsere Ziele momentan getrennt. Alexander macht nicht minder wilde Geschichten. Er macht seine Geschichte. Und wenn ich die Sache abgeschlossen habe, dann werden wir wieder gemeinsam unterwegs sein. Und dann gibt es dann auch noch so eine kleine Frage. Läuft denn immer alles immer so glatt auf euren Expeditionen, wenn wir da so unterwegs sind? Da muss ich jetzt was sagen. Eigentlich meint man, ich war da mit einem super Team unterwegs im Jahr 2017, mit einem Südtiroler Simon Giertl und dann einem Franzosen Yannick Boisneau. Und wir sind dann ins Basislager gegangen mit unseren Pferden. Und ich meine, es war total schön, magisch, super. Man geht wieder rein ins Choctaw und über mehrere Tage und es ist einfach perfekt. Und die Pferde tragen da so Boxen und immer so ein Träger, der unterstützt die Pferde, um den richtigen Weg zu finden. Und jetzt schaut es mal da hin. Und Simon war dahinter und hält da mit der Kamera drauf und ein Pferd stürzt ab. Und durch unglaubliches Glück hat dieses Pferd überlebt. Hier sieht man es unten gehen und sie hat einen tiefen Cut gehabt, das einzige Verletzung am Auge. Das haben wir dann mit chirurgischem Nähzeug dann genäht. Und das Pferd hat total ruhig gehalten, also ganz still. Und weil sie gewusst hat, es wird dem Pferd geholfen. Und nachdem wir mit unserer Operation fertig waren, steht es auf, wir haben es professionell verbunden, waren alle Träger und auch wir heilfroh, dass das alles so gut ausgegangen ist. Wow, nochmal echt gut gegangen. So viel zu dem. Also manchmal gibt es Situationen, da sagst du einfach nur noch ein Muscle Cup. Und dann, die Träger waren zufrieden. Und wir gehen dann weiter am nächsten Tag Richtung Basislager, Richtung Choctaw. Anfangs noch auf gerölligem Gelände, später dann mit unseren Pferden auf dem Gletscher entlang. Und das sind dann schon ganz eigenartige Bilder, die man hier zu Gesicht bekommt.
Und im Basislager besingen die Träger einem. Und zwar sagen sie alle, singen zu Allah. Und alle sagen, we will pray to Allah, you have success. And we know you will have success. Und Success heißt aber auch, also, dass man erfolgreich ist, dass man wieder nach Hause zurückkehrt. Und wir hatten einen ganz klaren Plan. So schnell es geht, an die Höhe anpassen, dass man sich akklimatisiert. Und zwar an einem 6000er, dem Pan Makangri. Und wir gehen auf 5000 Meter hoch auf diese Gratkante und werden da unsere Zelte aufbauen und schlafen dann die erste Nacht da. Und das Wetter war bombastisch. Unter anderem diese Aufnahmen hat dann Yannick Bosnau gemacht, der Franzose mit einer Drohne, der spektakuläre Aufnahmen da geflogen hat. Und wenn man dann da unterwegs ist, hier aufsteigt, dann später da an dem Grat ist, dann sieht man, wie die Sonne aufgeht. Im Hintergrund dem K2 zu erahnen, dann spürt man schon fast, wie die Luft so knistert, so tss. Da sagst du mir nur noch, man ist echt jetzt am richtigen Ort. Mit dem richtigen Team, mit deinem Partner. Und dann steigt man auf. Kletterei nicht so schwer, maximaler Sixer. Es wieder war wahnsinnig. Und dann hat es nicht lang gedauert. Um 8 Uhr stehen wir dann gemeinsam oben auf 6100 Meter auf dem Gipfel des Pan Makangri. Und das sind Bilder, die eigentlich genau alles so aussagen, warum man es macht. Es ist eine Freiheit. Es ist ein Feuerwerk. Es ist absolutes Glück. Und wir spüren, dass wir Menschen eigentlich so klein sind in dem großen Ganzen. Und wir fühlten uns, das kann ich euch auch sagen, unsterblich in diesem Moment. Wahnsinn, so richtig so, wow, wir schaffen alles. Aber wir dürfen alles schaffen, wenn das Wetter auf unserer Seite wäre. Aber nach diesem unglaublichen Start der Expedition wurde das Wetter schlecht. Und dann ja, mussten wir auch diese Expedition wieder abbrechen. Aber wir haben gesagt, ja, wir kommen mit Sicherheit irgendwann wieder. So viel zu 2017. So, noch eine vorletzte Frage oder eine letzte Frage, kann man schon sagen. Thomas, du magst so viele Vorträge, was möchtest du den Menschen da mitgeben? Ich muss wirklich sagen, Alexander und ich gesammelt, genau, ich habe schon 1000 Vorträge gemacht. Alexander macht 1000 Vorträge. Und man könnte schon fast sagen, es ist alles runtergeleiert, aber ich lebe das immer wieder und mir macht es Spaß, es zu erzählen, euch zu erzählen. Und natürlich möchte ich auch was mitgeben. Und ich möchte euch keine Weisheiten mitgeben, sondern eigentlich nur etwas, was ich aus den Bergen erfahren durfte. Und zwar, was ich aus dieser Welt mitnehmen habe dürfen, vor allem, weil ich so viele Kulturen kennengelernt habe und so viele Brüder habe, freundschaftliche Brüder, überall. Menschen, die im Islam verwurzelt sind, Hinduisten sind, Buddhisten sind, Christen, Südafrikaner, Pakistani, Hindus, dass ich einfach merke, ich bin manchmal total traurig, dass bei uns nicht diese Toleranz herrscht. Und ich merke eigentlich, wir sollten viel mehr toleranter sein. Und das ist das, was ich wirklich mitgeben möchte. Weil wir als Menschen einzigartig sind. Und egal welcher Hautfarbe wir angehören, wir sind alle gleich. Wir können uns eigentlich alle die Hand geben. Und wenn wir das täten, dann wäre die Welt eine ganz andere. Und als ich das erfahren durfte,
dann wäre die Welt eine ganz andere, wenn wir gleicher wären, als ich diese Bilder mal mit nach Hause genommen habe. Die Bilder aus Askole von den Kindern. Als ich das erste Mal in Pakistan war, dann habe ich gesagt, boah, das ist eigentlich total unfair, wie es uns geht und wie es denen geht. Und wenn man dann auch noch weiß, dass jedes fünfte Kind nicht mal das 10. Lebensjahr erreicht, dann sagt man, das ist echt eine Schweinerei. Und uns geht es so verdammt nochmal gut. Wir wissen gar nicht mehr, wohin mit unserem Wohlstand. Und wir wollen immer noch mehr. Und dann haben wir gesagt, na, wir wollen was zurückgeben. Und dann haben wir die Karakorum-Hilfe gegründet, eine Stiftung, Alexander, ich, die Barbara Hirschbichler. Und über Spendengelder mit so vom Poster unterschreiben, einfach so Poster unterschrieben, haben wir Spendengelder bekommen. Und dann haben wir am Anfang Wasserleitungen gebaut, die hygienischen Bedingungen in den Bergdörfern verbessert. Und dann ist die Kindersterblichkeitsrate nach unten gegangen. Da haben wir gesagt, ja, genial, das funktioniert ja, ist ja super. Wir haben was geschafft, dass wir denen was zurückgeben können, was wirklich das Leben was schöner macht und einfacher macht. Und dann haben wir gesagt, da hören wir aber jetzt nicht auf. Und dann haben wir Schulen gebaut, und zwar so Wohnheime, ein Jungenwohnheim und dann später sogar ein Mädchenwohnheim, das unterstützt auch wurde von den Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Und ich meine, da kommen dann Mädchen aus den Bergdörfern nach Skado, werden hier versorgt, um in Schulen zu gehen. Und das ist eines meiner Lieblingsbilder. So hat jetzt auch Fatima, die hier 13 Jahre alt ist, ein Mädchen aus Askole, heute eine Perspektive, eine Chance. Nicht mit 13 Jahren verheiratet zu werden und dann nur noch auf dem Feld zu stehen und Kinder zu bekommen, sondern sie hat eine Perspektive und Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen. Und deswegen taugt mir das so. Und deswegen fordere ich euch alle auf, seid auch, schaut über euch hinweg und schaut mehr auf diese Länder, um ein Gleichgewicht zu schaffen. Und ich muss auch sagen, wir sind privilegiert, in so einer unglaublichen Landschaft zu leben. Ich für mich in Berchtesgaden, aber dass wir überhaupt in Deutschland leben dürfen. Alles ist versichert, alles ist perfekt. Und wir sind schon fast in einer Käseglocke. Aber wir, genau wir, treten die Welt mit fünf Fiers. Und zwar durch unser Verhalten, dass alles und ständig, jetzt bin ich zwar schon moralisierend, aber das möchte ich einfach sagen, mit Wachstum besetzen möchten. Weil wir sagen, gleich, wenn es gleich ist, dann ist es eine Katastrophe, sondern wir müssen immer wachsen, es muss immer besser werden, immer optimiert werden und es ist eine Katastrophe und dadurch geht die Welt eigentlich irgendwann zugrunde. Weil unser Planet Erde ist so fragil, es ist nicht wie ein Luftballon, den man einfach aufpumpen kann, es ist unser Raumschiff, wo wir leben. Und das müssen wir schätzen und ehren. Und irgendwann müssen wir auch mal wieder lernen, dass genug auch genug ist. Und wenn wir das tun, dann sagt man, ja, aber irgendwie möchte man sich weiterentwickeln, dann sage ich einfach nur, dann sei mutig und geh einen neuen Weg. Sei Entdecker, sei etwas, um was auf die Füße zu stellen, um unseren Planeten nachhaltig ja, zu bewahren. Und wenn das nicht langt, dann macht es für denen, die es ihr am liebsten habt, und zwar für eure Kinder. Weil wir werden irgendwann einmal gehen und die Kinder müssen das ausbaden, was wir verbrochen haben. Also lasst uns einfach zusammenhelfen und für unsere Kinder unsere Welt besser zu machen. Jetzt war ich schon moralisierend. Und jetzt zu einer allerletzten Frage. Und Thomas, gehst du nochmal zurück zum Latok? Ich sag, jawohl, weil diese Berge, das Geiste, das Wahnsinnigste, das Erste ist, was ich in meinem Leben kennengelernt habe. Die sind so steil, so brutal, so unnahbar, so unmöglich. Aber mancher sagt, ja, aber es sind ja keine 8000 Meter. Also kommt Mount Everest. Aber der Mount Everest interessiert mich nicht, weil da sind wir auch viel zu viele Bergsteiger und das taugt mir sowieso nicht. Ich bin genau da, wo diese Einsamkeit ist, wo du gefordert wirst, wo du wahrscheinlich scheitern wirst. Und das ist intensiv. Und ich werde dieses Jahr wieder hinfahren, wieder mit Simon Gertl,
wieder mit Janik Boisno, werden wir wieder unsere Zelte aufbauen im Choctaw vor diesem Sternenhimmel. Das war die wilde Geschichte der Hurwapam. Vielen Dank. So, Schatz, ja. Ihr habt so Poster dabei und Autogramme. Ihr könnt auch Geld da lassen. Dann unterstützt ihr die Karakorum-Hilfe. Aber wenn, habt ihr noch Fragen oder müssen wir eher aufhören, oder? Ich sehe schon spannend, oder? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt die wichtigsten Fragen abgearbeitet. Hättet ihr noch andere Fragen oder so? Gibt es ja nichts mehr, oder? Ich glaube, das ganze Publikum hat wahnsinnig viel mitgenommen, Thomas. Ja, okay, dann lassen wir es. Herzlichen Dank einfach für diesen tollen Vortrag. Aber zwei Dinge sind mir dann doch noch aufgefallen. Die Merksätze. Und da hat, glaube ich, jeder von euch was mitgenommen. Und zwar, das eine ist, dein Herz ist dein Arbeitgeber. Das war großartig, fand ich. Und Mut ist wichtiger als Angst. Ja, und vielleicht ist Mut das aller, bei mir ist eine ängstliche Gesellschaft geworden. Und hey, das möchte ich euch noch sagen. Erzieht bitte eure Kinder wirklich mutig. Schaut hin, was uns die normalen Leute, wo weit sie uns hingebracht haben. Wir brauchen wieder mehr Verrückte, was? Mehr Freigeister. Und wenn man das schafft, dann glaube ich, hat die Welt auch eine gute Chance. Oder? Also Mut ist immer besser. Und Thomas, mir ist auch noch eins aufgefallen. Du bist auch demütig. Das hat ja auch was mit Mut zu tun. Demut und Mut. Das ist vielleicht auch eine Sache, das spürt man in dir, dass du die Berge liebst, dass du die Menschen liebst und dass du auch demütig bist und Respekt hast. Ja, danke. Ja, genau. Das habe ich. Respekt vorm Leben und verscheißt euer Leben nicht, weil das Leben ist einzigartig. Ja, ganz einfach. Geht's zum Flirren, geht's zum Bergsteigen, geht's zum Wandern oder macht's ganz was anderes, was einfach da drinnen ist. Viel Spaß. Ciao. Dankeschön. Servus. Dankeschön, Thomas Huber.